Moin moin, liebe Community. Im heutigen Video geht es um Automationen, ganz konkret um Actionable Notifications. Das sind Benachrichtigungen, auf die du reagieren kannst. Und wenn du daran Interesse hast, bleib dran. Nach einem kurzen Intro geht's hier los. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Let's go! Das Video ist dann heute folgendermaßen aufgebaut. Ich habe mir zwei Beispiele ausgedacht. Das sind Automatisierungen, die ich auch hier in meinem täglichen Alltag verwende. Das erste Beispiel ist ja ein relativ einfaches Beispiel, da geht es um eine Türklingel, und das zweite Beispiel ist etwas komplexer, setzt sich dann aus drei Automatisierungen zusammen, sodass du hier mal ja einen Überblick bekommst, wie du das aufsetzen kannst und was du vielleicht damit dann auch für Use Cases bei dir zu Hause umsetzen kannst. Wie immer findest du bei mir im Video auch Kapitelmarken, also wenn du jetzt hier vielleicht das erste Beispiel überspringen möchtest oder direkt zu dem komplexeren Beispiel springen möchtest, nutzt dann gerne halt die Kapitelmarken im Video. Gut, dann lass uns hier direkt mal durchstarten und ich wechsle hier nach Home Assistant. Ich werde jetzt zwei Automatisierungen zeigen, die meine Klingel betreffen. Als Beispiel oder der Use Case ist jetzt folgender: Wenn es bei mir oder bei uns hier an der Haustür klingelt, dann wird ein Vorschaubild von der Person oder den Personen erstellt und das wird an unser Smartphone und an die Apple Watch gesendet, sodass wir auch schnell entscheiden können, wer steht denn vor der Tür. Und wenn es jetzt zum Beispiel jemand aus der Familie ist, dann möchte ich halt oder kann ich halt über das Smartphone oder über die Apple Watch die Haustür öffnen, falls ich jetzt etwas weiter von der Haustür entfernt bin. Und das ist das Beispiel, um das es geht. Und dafür habe ich zwei Automatisierungen gebaut. Warum zwei? Weil du siehst, die ist schon relativ, ja, nicht komplex oder nicht zwangsläufig komplex, aber wenn ich hier mehrere einbauen würde, wird es schon ziemlich unübersichtlich. Von daher habe ich es jetzt mal in zwei Automatisierungen getrennt. Die wichtige Automatisierung, die kommt jetzt gleich. Erstmal nur hier die auslösende Automatisierung. Das heißt, es klingelt hier bei uns an der Tür und ich klicke das jetzt nicht alles nochmal mit dir zusammen durch. Ich denke, entscheidend ist, dass du siehst, was jetzt hier passiert und insbesondere auch gleich bei der ausführenden Benachrichtigung. Also es wird hier, wenn jemand klingelt bei uns, dann wird ein Event ausgelöst, ist eine Atmo-Türklingel. Und basierend auf diesem Event passieren dann halt verschiedene Dinge. Und das ist jetzt schon auch hier direkt bei im Aktionsteil der wichtigste Teil. Nämlich, wenn es dann klingelt, dann wird ein Schnappschuss erstellt von der Person oder den Personen, die vor der Tür stehen. Und dieses Bild wird dann eben auf das Smartphone gesendet oder auch an die Apple Watch gesendet, sodass wir halt erkennen können, wer steht denn vor der Tür. Sobald dann also der Schnappschuss erstellt wird, wird dieser abgelegt im Bereich Media und dann Snapshot und dann hier mit dem Titel, nämlich Doorbell Snapshot, und bedeutet, dadurch, dass ich diesen im Media-Bereich ablege, kann ich da auch jederzeit darauf zugreifen hier über den Medienbereich und kann mir auch nochmal das Bild anschauen. Und damit dann auch das Bild verschickt werden kann, gibt es nochmal einen weiteren Bereich, nämlich hier Aufruf eines Dienstes, Benachrichtigung, Send Notification via Mobile. Da wähle ich dann das Smartphone aus, wo das hingeschickt werden soll, vergebe dem Ganzen hier nochmal ja, einen kleinen Text, einen Titel, und dann referenziere ich quasi das Bild, was erstellt wurde, nämlich hier Image, und dann gebe ich wieder den Pfad an, wo das Bild gespeichert wurde, und dadurch wird dann eben das Vorschaubild auf Smartphone und Apple Watch versendet. Alles Weitere, was ich jetzt hier in die Automatisierung eingebaut habe, ist gar nicht mehr relevant. Von daher springe ich mal direkt in die Automatisierung, welche jetzt auch dann die ausführende Benachrichtigung auslöst. Auch hier ist dann das Event das gleiche wie für den Schnappschuss. Das heißt, es klingelt, es wird ein Ereignis ausgelöst und dann passieren hier unten verschiedene Aktionen. Zuerst warte ich dann erstmal 5 Sekunden. Warum warte ich 5 Sekunden? Ich will mir ja erstmal das Vorschaubild anschauen können, was verschickt wird. Und die 5 Sekunden reichen mir dann auch direkt aus, um entscheiden zu können, wer denn jetzt vor der Tür steht. Und selbst wenn ich die Zeit irgendwie überschreite, kann ich mir das Bild ja natürlich aufrufen auf Smartphone oder Smartwatch. Von daher habe ich hier erstmal einen Unterschied zwischen der Zeit, wo der Schnappschuss erstellt wird, und dann der Automation, dass hier die Action quasi erstellt wird, die ich dann wählen kann. Und das passiert dann als Nächstes. Ich lasse mir dann also hier einen Text auf den mobilen Geräten anzeigen. Also hier wieder eine Benachrichtigung, es klingelt, soll die Tür geöffnet werden. Dann nochmal ein Titel, Ding Dong. Und dann kommt jetzt hier der entscheidende Teil. Ich habe jetzt hier eine Actions definiert, also Actions Doppelpunkt. Dann kommen zwei Leerzeichen, dann ein ja, Bindestrich, nochmal ein Leerzeichen. Und dann wird die Action definiert. Warum jetzt hier der Bindestrich? Du kannst natürlich auch mehrere Actions definieren. Das wäre dann eine Listendarstellung, von daher jetzt hier der Bindestrich. Und dann vergibst du für die Action einen Namen. Das ist jetzt ganz besonders wichtig, weil hier dieser Name, diese Zeile oder der Name dann auch für die Action ist jetzt eine, ja, wie eine ID, ein Schlüssel, und definiert dann quasi oder referenziert deine Action. Von daher, das ist ganz wichtig. Und im Weiteren kannst du jetzt hier nochmal einen Titel für diese
Action vergeben. Das ist dann das, was du später auf deinem Smartphone oder auf der Smartwatch siehst. Ich blende dir gerade mal hier zwei Bilder ein, wie das sowohl auf Smartwatch als auch Smartphone aussieht, dass du es mal siehst. Also hier kannst du natürlich beim Titel irgendeinen Namen vergeben, der dir gefällt. Sobald du dann deine Action definiert hast, kommt der nächste Schritt. Und hier habe ich bei mir einen Warteauslöser hinzugefügt. Der ist dann folgendermaßen aufgebaut. Ich habe hier ein Timeout gesetzt, bedeutet, ich muss innerhalb von einer Minute jetzt auf die ausführbare Benachrichtigung reagieren. Wenn ich das nicht mache, wird sie auch nicht weiter ausführbar. Und ich habe auch den Haken oder den Schalter dann hier ausgelassen bei Timeout fortsetzen. Das heißt, dann wird die Automatisierung hier gestoppt und ist auch beendet. Und damit du dann auf deinem Smartphone entsprechend eine Benachrichtigung bekommst, definierst du als nächstes hier einen Ereignistyp, und zwar Mobile App Notification Action. Und als Ereignisdaten gibst du dann ein Action Klingel. Also das, was du hier oben als Action definiert hast, wird jetzt hier referenziert bei den Ereignisdaten. Und im Prinzip interpretiert das Home Assistant dann so, wenn der Ereignistyp von einem Mobilgerät kommt, also von deinem Smartphone in diesem Fall, und jetzt halt die Action hier Klingel ist, dann wird der nächste Schritt ausgelöst. Also das läuft dann alles über Events, über Ereignisse. Und die letzte Aktion ist dann die eigentliche Aktion, die dann die Haustür öffnet. Wenn ich dann eben die ausführbare Benachrichtigung dann ausführe. Und damit ich die Tür nicht versehentlich von unterwegs öffne, habe ich noch definiert, dass ich auf jeden Fall in der Homezone sein muss, also zu Hause. Und als letztes wird dann hier das Smart Lock eben als Gerät definiert. Und wenn ich dann, wie gesagt, den Button dann klicke, dann wird auch die Haustür geöffnet. Im zweiten Beispiel geht es um Waschmaschine und Trockner. Und hier ist es so, dass wir, wenn jetzt entweder die Waschmaschine oder der Trockner fertig ist, wir uns eine Benachrichtigung schicken lassen, dass wir es mitbekommen. Und normalerweise würden wir, wenn es halt die Zeit dann erlaubt, auch direkt an die Geräte drangehen, dann entweder die Wäsche aufhängen oder irgendwie den Trockner ausleeren. Nur wie es halt auch oft so ist, es klingelt dann zwischendrin mal an der Tür oder es klingelt dir das Telefon oder die Kinder haben Fragen. Also irgendwelche Gründe, warum du dann doch davon abgehalten wirst. Und dann ist es halt immer wieder schon passiert, dass wir es einfach vergessen haben. Und wenn da mal so eine Wäsche über Nacht nass halt in der Waschmaschine liegt, ist halt auch ein bisschen uncool. Und von daher haben wir uns dafür eine Automatisierung gebaut, die uns dabei unterstützen soll, dass wir es eben nicht vergessen. Und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Die erste Automatisierung, die ist dann dazu da, uns erstmal grundsätzlich zu informieren. Das heißt, wir haben hier sowohl LG Waschmaschine als auch LG Trockner. Und wenn halt jetzt eben die Tür von der Waschmaschine aufgeht, das ist dann hier das Ereignis bzw. der Auslöser, dann wird entsprechend hier werden verschiedene Aktionen ausgeführt. Wir lassen uns halt auf unser Smartphone benachrichtigen und es gehen hier halt ein paar Durchsagen im Haus durch auf unseren Media Playern, dass eben die Wäsche fertig ist. Und was jetzt hier auch schon direkt passiert, dann nehme ich mal jetzt hier die erste Aktion, dass wir halt innerhalb dieser Benachrichtigung, also Send Notification via Mobile, dass wir direkt innerhalb dieser Benachrichtigung, die dann auch einen Text hat und auch einen Titel hat, dass wir hier auch schon direkt wieder Actions definieren. Und gegenüber dem vorherigen Beispiel siehst du auch jetzt den Unterschied. Jetzt haben wir hier zwei Actions, die dann halt durch eine Liste untereinander geführt werden. Und die erste Action sagt quasi oder gibt eben die Möglichkeit zu sagen, okay, die Trommel wurde geleert. Dann können wir halt entsprechend auf Smartphone und Smartwatch entsprechend diesen Schalter klicken. Oder wir können halt sagen, nee, die Trommel muss später geleert werden. Und da werden entsprechend Helfer gesetzt. Warum wird hier jetzt ein Helfer als Brücke verwendet? Weil wir wollen uns halt regelmäßig daran erinnern lassen, wenn wir gerade keine Zeit haben, jetzt eines der beiden Geräte ja zu leeren, dass wir auf jeden Fall nochmal Benachrichtigungen bekommen, dass wir es halt auch nicht vergessen. Und dazu brauchen wir halt einen Helfer, der einen Status hat. Man könnte das auch noch anders lösen, zum Beispiel mit Tür-Fenster-Kontakte, dass wenn halt die Geräte nicht geöffnet sind, dass auch so lange irgendwie eine Benachrichtigung verschickt wird. Das wollte ich mir eben sparen. Ich wollte hier nichts ans Gerät montieren. Von daher habe ich das jetzt hier über einen Helfer gelöst, der halt einen Status hat. Nachdem dann die beiden Actions definiert sind, ich blende hier nochmal ein Bild ein, wie das dann auf Smartwatch und Smartphone aussieht, geht es weiter mit der zweiten Automatisierung. Und zwar möchten wir uns alle 30 Minuten daran erinnern lassen, ob jetzt halt die Wäschetrommel geleert wurde oder nicht, damit wir es auch definitiv nicht vergessen. Und für uns hat es sich ganz gut bewährt, dass wir da auch wirklich tatsächlich genervt werden, hier was zu tun. Und das bedeutet, dass der Auslöser ist dann eben alle 30 Minuten. Ich habe hier dann einen Auslöser vom Typ Zeitraster gewählt. Und innerhalb dieses Zeitrasters sage ich dann 30 Minuten. Und damit es dann auch alle 30 Minuten geprüft wird, stellst du hier vorne dran ein Slash und dann wird das alle 30 Minuten abgefragt.
Und als Bedingung, damit dann auch der Aktionsteil ausgeführt wird, muss jetzt ein Helfer aktiv sein. Das heißt, ich habe mir hier für Waschmaschine und Trockner einen Helfer definiert, würde auch mit dem Tür-Fenster-Kontakt gehen oder ja, wahrscheinlich auch mit anderen Methoden. Ich wollte aber einfach nichts an Waschmaschine und Trockner dran basteln. Habe ich mir jetzt hier einen Helfer erstellt, der dann an sein muss, damit der Aktionsteil ausgeführt wird und wir erneut benachrichtigt werden. Und das machst du eben im Bereich der Helfer. Das heißt, du erstellst einen Helfer vom Typ Input-Boolean. Und das ist einfach nur ein Schalter, der hat halt einen Status an oder aus. Und der wird dann entsprechend abgefragt. Und dieser Helfer, wie gesagt, hat entsprechend einen Status. Und falls man mal am Dashboard vorbeikommt, habe ich das auch im Dashboard eingeblendet, sodass man hier auch nochmal schauen kann, okay, habe ich hier noch was zu tun? In dem Fall sind jetzt beide Helfer aus. Und dieser Helfer oder der Status jetzt des Helfers, wie gesagt, an oder aus, der muss ja dann auch gesetzt werden und das machen wir quasi mit den Actions, die wir hier ganz vorne auch schon definiert haben. Also Trommel leer, Trommel geleert oder Trommel später leeren. Und das sieht dann folgendermaßen aus und da geht es auch jetzt in die dritte Automatisierung. Und zwar habe ich hier wieder zwei Auslöser, nämlich einmal vom Typ, die Waschmaschine ist noch voll und das ist dann auch wieder der Ereignistyp Mobile App Notification Action. Und hier setzt du wieder die Action ein, die zuvor definiert wurde. Auch wieder hier auf den Namen achten, dass der wirklich eindeutig ist zu dem Namen, wie du ihn definiert hast. Und ich arbeite dann hier mit Trigger-IDs, weil ich habe jetzt hier zwei Fälle. Einmal eben für Waschmaschine ist noch voll und der andere für die Waschmaschine, die Trommel wurde geleert. Und um nicht für beide Ereignisse jetzt eine eigene Automatisierung anzulegen, arbeite ich hier mit Trigger-IDs. Und da ist die erste Trigger-ID Trommel voll. Und die zweite dann Trommel leer. Das wären dann eben die beiden Auslöser, die angelegt sind für die ausführbaren Benachrichtigungen. Und wenn jetzt eines der beiden ausgeführt wird, also dann der Status des Helfers gesetzt wird, dann geht es hier weiter in die Aktionen. Und da habe ich eine Aktion Auswählen ausgewählt. Und innerhalb dieser Auswählen-Aktion kannst du dann erstmal die Trigger-ID festlegen, also wenn ausgelöst durch. Und hier legst du dann eben deinen Auslöser fest, wenn Trommel voll. Das ist dann die Bedingung. Dann soll eben hier der Helferstatus gesetzt werden. Und das ist dann hier wieder ein Dienst vom Typ Eingabe Boolscher Wert. Und in dem Fall dann anschalten, weil wenn die Trommel noch voll ist, soll der Helferstatus auf angesetzt werden. Und analog dazu eine zweite Aktion, wenn die Trommel leer ist. Und auch hier ist dann die Auslöser-ID Trommel leer oder du setzt hier die Auslöser-ID Trommel leer. Und auch hier dann wieder ein Service-Call vom Typ Eingabe Boolscher Wert und in dem Fall dann den Helfer ausschalten. Und über diesen Weg setzen wir dann den Status unseres Helfers, der dann eben dafür sorgt, dass die Automatisierung, die uns alle 30 Minuten daran erinnern soll, ausgeführt wird oder nicht. Und damit diese dann auch fertig durchläuft, gibt es natürlich hier noch den Aktionsteil der zweiten Automatisierung, die dann eben lauten würde, wenn jetzt der Status noch an ist, also die Wäschetrommel ist noch voll oder der Trockner ist noch voll, dann soll eben wieder eine Benachrichtigung aufs Handy geschickt werden, jetzt auf die Smartphones hier, als auf die Media Player mit einer Audioausgabe, dass noch was zu tun ist. Und um nicht jedes Mal hier wieder die einzelnen Geräte auflisten zu müssen, habe ich das Ganze dann in ein Skript gepackt. Von daher ist jetzt hier in dem Fall das Ganze eine Aktion oder ein Service vom Dienst Skript einschalten. Und dann wählst du hier entsprechend als Entität dein Skript aus. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Du erstellst dir einfach ein Skript, vergibst dem Ganzen einen Titel und als Sequenz setzt du dann die drei Aktionen ein, die du normalerweise jedes Mal wieder auswählen würdest. Also hier Send Notification zu meinem iPhone, als auch Send Notification zum iPhone von meiner Frau, als auch hier wieder Ausgabe auf den Media Playern, dass halt die Waschmaschine fertig ist, mit der Bitte, die Trommel auszuleeren. Und das, wie gesagt, ist dann in ein Skript gepackt, das ich halt auch für andere Automationen verwenden kann, weil es halt immer wieder die gleiche Sequenz ist. Und von daher habe ich dann hier einfach das Skript referenziert. Und wenn halt eben jetzt all diese Bedingungen wieder eintreten würden, also 30 Minuten sind vorbei, der Helfer ist noch aktiv, dann würde eben wieder eine Benachrichtigung ausgelöst werden und wir könnten wieder neu entscheiden, wenn wir die dann bekommen, ist die Trommel geleert oder nicht. Und so sorgen wir eben dafür, dass wir zum einen genervt werden und das ganze Thema auch nicht mehr vergessen. Also hier unsere Wäsche entsprechend dann auch ja, entweder aufhängen oder in den Trockner schmeißen und das hat sich jetzt eigentlich wirklich ganz gut bewährt und wir sind da im Moment recht happy mit. Falls dir diese Beispiele jetzt gefallen haben und du das gerne nachstellen möchtest und es vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas zu schnell ging, dann findest du auch den kompletten YAML-Code hier bei mir im Blog. Ich verlinke dir das natürlich entsprechend in der Videobeschreibung.
Da habe ich dann jetzt beide Beispiele eingefügt. Da bekommst du den kompletten YAML-Code, kannst also Copy-Paste machen und kannst die Entitäten-Sensoren durch deine Sensoren ersetzen, kannst das irgendwie anders da verwursten, sodass du jetzt hier auch den YAML-Code direkt für deine Automatisierung verwenden kannst. Das soll es dann soweit gewesen sein für das heutige Video. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Schreib mir sehr gerne mal in die Kommentare, wenn du dieses Thema auch bereits nutzen solltest oder jetzt Ideen hast, wie du hier ausführende Benachrichtigungen umsetzen wirst in der Zukunft, was du so für Use Cases hast, welche das sind. Wenn hier Ideen zusammenkommen, die ich nachstellen kann, mache ich auch sehr gerne nochmal ein Folgevideo darüber. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefallen hat, weitergeholfen hat, damit auch andere YouTube-Interessierte hier auf dieses Video aufmerksam werden. Dafür schon mal vielen Dank. Wenn du hier neu sein solltest auf meinem Kanal, solche noch andere Smart Home Videos in der Zukunft nicht mehr verpassen möchtest, abonniere gerne den Kanal, aktiviere dann auch die Glocke, dann wirst du immer informiert, sobald ich ein neues Video hochlade, was dann in der Regel einmal in der Woche vorkommt. Am Ende bleibt mir dann nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich hoffe, du bist das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao, ciao.